Moin Moin und willkommen zurück zu Luigi Galaxy. Heute geht es weiter mit der, mit dem hier und einem Schattenkometen. Ja, es, also wie der letzte Teil endet, wie der letzte Teil anfängt, fängt der jetzige Teil nochmal an. Ja, sowas nennt man manchmal unglücklich gelaufen. Aber, den Schattenkometen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie gut er war. Hol den Schatten, mal wieder die Aufgabe. Ziel ist es, da hinten hinzukommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das letztes Mal gemacht habe. Und weil mir das ja entfallen ist, habe ich das im letzten Teil nicht mehr gebracht. Aber ich glaube, es war relativ gut. So. Cosmic Luigi. Schatten Luigi. Luigi Luigi. Ja, genau, da habe ich ja. Ich glaube, da sind wir über Land gegangen. Extra Leben aber nicht eingesammelt. Ne, das wird schwierig. Nein, das wird nicht. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Ja, klar. Gibt's wieder was für die Fail, der für die Fails, ne? Sehr schön. Oh Mann, schwimm doch. Vielleicht weil er jetzt einen Vorsprung hat, aber nur minimalen. Das war das gar nicht so übel von mir damals. Aber soweit ich das ja in Erinnerung habe, ich habe es euch ja sogar gesagt, Luigi ist schneller als Mario. Deswegen. Gut, ich habe sonst immer untertrieben. So von wegen, ach, das wird nicht. Ne? Und jetzt habe ich gesagt, ach, können wir das vielleicht. Na, das ist Fehler Nummer 1. Das ist immer Fehler Nummer 1. Okay. Da springt Luigi / Mario rein. Kommt mit 3 Sprung später raus. Aber warum? Warum bin ich mit 3 Sprung rausgekommen? Ah! Warum bin ich mit 3 Sprung damals rausgegangen? Wahrscheinlich, weil sich das so gut ergeben hat, dass man dann mit 3 Sprung rausgehen kann. Nein, der war super. Da war alles gut, bis auf den Stoß gegen die Mütze. Aber ist gleich auf. Ist sehr schön. Ja! Knapper gewonnen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hat ein bisschen länger gedauert, aber trotzdem sehr schön. Den Schatten auch besiegt. Überall den Schatten. Bestanden. So, und jetzt gehen wir raus. Gehen wir raus. Raus zum Gemälde. Weil.
Ruhig bist du ein Meloma. Ach ja, der ist auf der anderen Seite. Egal. Der ist dort hinten. Genau. Dann muss man den einmal hier unten aktivieren. Genau. Damit wir da auch jedes Mal hinkommen. Also damit wir nicht diesen arschlangen Weg gehen. Das weiß nicht jeder, dass man einfach hier den schicken Teleporter nutzen kann. Tata, haben wir schon abgeführt. So, Gumi, was möchtest du? Lalala, lalala, hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, ganz viele davon will ich essen. Lalalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Na, wie viel willst du? 1000 essen. Haben wir. Dafür waren wir ja schon ein bisschen sparsam heute mal und die letzten Tage, Wochen, Monate, Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Und wie wir sehen wir eine neue Galaxie. Und dort quietschen wir mal hin, komm! Quietsch machen. Quietsch. Die neue Galaxie ist Sandsturmgalaxie. Ist dein Lieblingsfeld. Gut, dass wir schon mit Pale Star gestartet sind in diesem Teil. Das ist auch so eine Sache, die, ja, interessant gestalten könnte. Der Anfang nicht, der ist noch relativ einfach, der ist noch simpel gehalten. Auch mit unserem Freund Carmack. Jetzt können wir uns eigentlich entscheiden, ob wir gebrutzelt oder gebraten werden, nein. Was wir werden wollen, ob wir jetzt Team Luigi oder Geist Luigi werden wollen. Im Endeffekt ist mir lieber Team Luigi. Aus dem Grund. Was mit dem Geist Luigi? Wird zwar empfohlen hier mit Geist Luigi und alles gut und böse und sonst was, aber der Anfang ist doof mit Geist Luigi, mit Geist Luigi, genau. Nur das Ende ist gut. Begründung, wir haben ja hier dieses Wasser. Okay, Begründung lege ich wieder zurück. Ich dachte, man kann durch das Wasser durch. Ach nee. Gut, Begründung lege ich zurück. Wir nehmen wir ziehen das durch mit Team Luigi. Das ist immer einfach ein Grund, weil man eigentlich relativ einfach hier durchkommt. Als Geist Luigi, klar, geht das auch. Aber wir können halt nicht so nochmal umswitchen. Mit Team Luigi können wir uns eigentlich noch überlegen. Also wir können nicht durch. Das wäre ja was Neues, wenn die nicht durch Lichter durchkommen können. Obwohl einige Insekten mögen ja das Licht richtig intensiv. Ich glaube, das war zu wenig. Nein, das war nicht zu wenig. Gott sei Dank war das nicht zu wenig. Mann, ey. Unfassbar. So. Kein Checkpoint. Guck mal, komisch vor. Normalerweise ist ein Checkpoint. Egal. So. Jetzt ist es so, wir haben diesen Unbesiegbarkeitsstern. Im Endeffekt können wir diesen Unbesiegbarkeitsstern nutzen. Wir können aber auch als Bienen-Luigi das hier ganz gewaltig vorteilhaft nutzen. Will ich nur für alle mal zeigen. Ich wollte es jetzt mal einfach nochmal demonstrieren. Es geht ganz einfach mit Bienen-Luigi oder mit Bienen-Mario ohne diesen komischen Parcours zu bestellen, irgendwie durchzulaufen oder sonst was. Ja? Einfach mit Bienen-Luigi durchfliegen und zack, funktioniert. Man muss nur ein bisschen darauf achten, zu welchen Zeitpunkten da, man da fliegen muss. Und, ne, das funktioniert einwandfrei. Ist dein Lieblingsfeld bestanden. 77 Sterne Galaxie komplett und wir haben 1979 Sternteile eingesammelt. Wir tappern weiter wieder da zurück zur reifen Ozean-Galaxie. Und ja, es ist mal wieder unprofessionell, aber wir sehen uns gleich wieder.
So, wir sind wieder zurück. Ja, Telefon, mal wieder. Ist ja, ist bei mir ja nichts Neues. Also in diesem Let's Play, glaube ich, hatten wir das schon mal, ne? Nee, in einem anderen aktuellen Let's Play hatten wir das auch schon. Das ist echt Wahnsinn. Also, ich muss echt das Telefon mal ausstöpseln. Andersrum, ist ganz komisch. Normalerweise ruft mich niemand an. Mich ruft keiner an. Also, mich schreiben die Leute bei Facebook an. Ist ja auch kein Problem, weil YouTube schreiben sie mir an. Ist ja auch kein Problem, ne? Du kriegst ja kein Signal oder so. Aber gerade wenn ich aufnehme, dann rufen sie alle immer an. Dann wollen sie mal allein von einem was. Naja, gut. Kennt ihr ja bestimmt auch, ne? Ihr macht irgendwas ganz Wichtiges, oder? So. Lasst uns die Silbersterne suchen. Silbersterne. So, Tony's drauf. Ich bin drauf. Wir sind gut drauf. Und wir müssen das in einem Ring machen am besten. Und zwar, wie war das mit dem Ring? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ich guck einfach mal. Ich guck einfach mal, wie das war. So. Also, was machst du denn, Cody Boy? Mal wieder tolles. Jeder im reifen Ozean sucht nach den Silbersternen. Lass uns die Silbersterne suchen. Ja, ich mach das. Sogar die Arbeiterbienen haben heute frei. Wenn du dein Sichtfeld ändern willst, drücke. Ja, sorry, Quatsch. Wenn du es nicht ändern kannst, ertönt ein Brummgeräusch. So wird es im Stamm der Honigbienen überliefert. Ja, das Brummen hört man ja nicht, aber das schadet auch niemandem, glaube ich. So, willst du wieder gegen mich schwimmen? Ich habe das Meer komplett abgelegt, aber es war kein Silberstern zu finden. Gut, das ist eine riesengroße Hilfe, eigentlich für ganz viele, weil im Meer ist wirklich kein einziger Silberstern. Die sind alle oben. So, die Frage lautet nur noch, dann wo oben? So, das Ding ein bisschen entfernt, aber egal. Also, wir müssen das hier fast alles mit Bienen-Luigi abfliegen. Aber es ist ja nicht allzu kompliziert. Ja. Ja. Natürlich Wasser meiden, so gut wie möglich. So, Pinguin. Was passiert denn? Ah, da oben. Ein Silberstern. Ich meine, ich hätte da drüben einen gesehen. Ja, ist ja auch so. Du hast ja einen gesehen. Ist ja auch richtig. Ein Gummeluma! Ja, ein Gummeluma, aber den suchen wir erst nächsten Teil. Was mit dem auf sich hat. Was hast du? Kanonen machen einen Heidenspaß. Ja. Du? Achso, bla bliblub. Das hast du schon gesagt. Sichtfeld ändern. Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Insel in der Mitte. Ja, was stimmt mit der Insel in der Mitte nicht? Oh, meine liebe Kanone. So, jetzt speuern wir uns da auf dieses tolle Ding. Normalerweise kann man sich auch direkt zum Stern hinfeuern, aber... Nö. Ich will es mir hier nicht unnötig kompliziert machen. Nicht unnötig kompliziert. So, wie viel bist du eigentlich? Lalalala, hey du, da hast du keine Sternteile. Ich will Sternteile essen, ganz viele will ich essen. Also, einfach dasselbe. 40. Wir haben 33, gut. Wissen wir Bescheid. Aber das dürfte auch nicht allzu schwer sein, hier genug noch zu finden. So, jetzt glaube ich, haben wir genug. Ich weiß gar nicht, ob das denn für alle Galaxien-Dinger gereicht. Und wenn nicht, dann ist das dann eben so. Dann haben wir halt Pech gehabt. Das war's, mein Bauch ist voll. Verwandlung. Und
warum ich das jetzt mache. Aus dem Grund, dass das schwarze Loch ein bisschen abgedeckt ist. Neuer Planet. Und dort gehen wir dann im nächsten hin. Denn wir suchen dieselben Sterne. Kann man hier hoch, kann man hier hoch, kann man hier hoch. Danke. So, der nächste Silberstern ist dort. Man hat auch erwarten können, dass der da oben ist, ein Silberstern, aber ist er gar nicht. So, mit dem Stern sollten wir auch nicht so spaßen. Roter. Und da ist Nummer rot. So, ich glaube, hier war ein extra Leben. Wollen wir mal gucken. Oh. Gut, dass man hier nochmal den Luigi holen kann. So, Koopa. Aber der Koopa sieht den halt bei Galaxy so. Nee, so doof aus. Dann kann man halt. So, was war hier drinne? Sternteile, also doch kein extra Leben. Ja, die Sterne fragen sich auch, warum hat Luigi das jetzt getan? So. Damit werden wir zurückkatapultiert. Das ist völlig das Falsche. Da wollen wir ja wohl sicher nicht hin. Wir gehen jetzt auf dieses große Ei. Oder soll das einen Pilz darstellen? Oder einen Ball? Oder einen Donut? Oder was weiß ich. So, machen wir mal Risiko. Bestimmt hat Risiko jetzt gerade. Na komm. Na komm. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. Gut, dann gehen wir halt nicht darauf. Ich glaube, darauf war auch sowieso keiner. Aber wir haben drei. Drei. Der vierte müsste dort oben sein und der fünfte auf dieser Insel. Ja, ich spoiler schon wieder. Oh, immer diese Spoiler-Let's Play. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unglaublich. So, der Ganove. Hallo Ganove. So, Ganove, erzähl was. Ich habe die Gegend überprüft, aber von hier bis zum Leuchtturm ist überhaupt nicht. So, wir sind beschädigt, würde ich mal sagen. So. Dann geht's hier mit der Schraube. Die Schraube aktiviert das hier. Soweit so gut. Damit können wir auch gleich gut handeln, aber erst gleich. Ich vermute mal. Wie war das nochmal? Wir biegen können auf diesen Wolken reiten. Ja, das ist mir bewusst. Ich habe etwas gesehen, total hoch über den Palmenbaum. Ja, ich weiß, da haben wir ja auch schon einen gefunden. Also, den haben wir ja schon gesehen. So. Dann geht's einmal hier zu dieser Insel. Auf dieser Insel sind noch ein paar komische Wesen. Krebse und andere komische Wesen und ein Sternchen und Melodien. 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 So. Warum das doch eingesammelt ist, das ist nur ein extra Leben. Aber es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. So wie er hier immer nusselt. Darf man auch nuscheln. So. Stern eingesammelt. Was hast du zu nuscheln? Im Reifenozean ist ganz schön was los. Ist dort etwas vorgefallen? Naja, wir suchen ja hier die Silbersterne. Alle suchen sie. Und ich habe schon vier. Bin schon böse, ne? So. Das heißt, wir brauchen jetzt Biene. Und diese Biene, die ich kenne, heißt Luigi. Ja.
hatte ich doch am Anfang die richtige Vorahnung. Eine mit den Luigi aktivieren und dann zurückfliegen. Weil der eigentlich erste Stern ist der da oben. Total crazy, ist aber so. So, zack. Dann können wir halt hier vom Baum zu Baum gehen. So, und hier kann man nochmal Bean Luigi werden. Was ich auch immer noch ganz komisch finde, warum sie den hier oben hingelegt haben und nicht da unten. Wenn eigentlich von Wolke zu Wolke fliegen sollten. Naja, was soll's. Aber hier wäre auch ein super Versteck für einen Geheimstern gewesen, finde ich. Anstatt beispielsweise hier den letzten anderen Stern zu nutzen. Ich glaube, mit Dreisprung kommt man auch hier hoch. Aber das ist der 5. Silberstern. Und somit, glaube ich, der Silberstern, die 5 Silbersterne ergeben dort den Endstern. Und der Endstern ist wiederum dort. Wiederum am Anfang. Wir kommen mit Bienen Luigi hin. Wow, wir kommen mit Bienen Luigi hin. Sehr schön. So, und das war's. Das war der 3. Stern für den heutigen Tag. Lasst uns die Silbersterne suchen. Bestanden 78 Sterne. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet ein. Bis dann und tschüss.